Hallo und willkommen wieder bei Assassin's Creed Mirage. Also, wir hatten jetzt in der letzten Folge, haben wir diese Quest hier gemacht mit dem Hauptmann, den wir da abgeschlachtet haben. Das waren die hier unten, das war ein Ordensmitglied, der Kululu, den haben wir ja da umgelegt. Und die Questreihe ist jetzt vorbei. So, wir haben jetzt hier auch wieder Hinweise, aber mehr leider nicht. Da können wir auch nicht mehr machen. So, wir haben jetzt hier noch eine Quest, und zwar am Bazar. Da müssen wir, der Bazar ist das Herz des Handels und voller Korruption. So, gehe den Drohungen auf dem Bazar nach. Jo, das machen wir. Ein geschäftiger Bazar voller verschiedenster Waren. Er ist das Zentrum des Handels in Al-Kark, doch gleich unter der Oberfläche verbergen sich Gier und Bestechlichkeit. Gut, wir haben jetzt einen Hinweis bekommen schon, das glaube ich habe ich in einem anderen Video gemacht. Und ja, ich denke wir machen uns mal auf den Weg dahin und dann schauen wir mal, was wir da finden werden. So, der Bazar ist hier, ist weit weg. Oder ist es nicht der? Oh, Steuern und Sorge. Was ist der? Ach, das ist der Bazar. Okay, perfekt. Was anderes haben wir, verfolgen wir aktuell nicht, oder? Diesen Namen, ich bin mir noch immer sehr unsicher, wie jetzt diese ganzen Quests heißen. Also, ja. Ich hatte auch schon, wo ich stehlen kann. Ah, kann ich stehlen. Ach ja, ich bin jetzt Meisterdieb. Und da geht das Stehlen teilweise etwas viel leichter als vorher, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Also, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich mich da umhören muss, aber Ruf zu den Waffen. Brüder, wir werden nicht länger das Joch eines falschen Kalifen erdulden. Abu Abdallah ist der rechtmäßige Erbe seines Vaters. Wollt ihr Hunde sein, die nur bellen, statt zu beißen? Die Zeit ist gekommen, den Thronräuber zu stürzen und Al-Mutawakils Sohn zu seinem Geburtsrecht zu verhelfen. Die ist erledigt. Sie hätte zahlen sollen, als sie das erste Mal bedroht wurde. Sie kann doch nichts dafür. Ich selbst komme durch diese neue Standsteuer kaum noch über die Runden. Das Geschäft ist nie einfach. Dabei wollte ich doch gar nichts machen. Die hier hoch. Da bist du ja. Was? Dann komm her.
So, dann warten wir, bis die Unruhe vorbei ist. Oh nein. Zu mir! Ich will mal zeigen, sucht alles ab! Verstanden. Bezahl für deine Ruhe! Gut, behalt die Deckung auf. Luther! Gut. Das war jetzt nicht der Plan, dass wir die so abschlachten. Nicht schon wieder? Ich habe doch nichts gemacht, außer jetzt hier. Letztes Mal war ja ich nicht das, wie nennt man das? Derjenige, der angefangen hat. Die Leute sind noch so aufgebracht. Ja, hier haben wir nicht so eine gesunde Körperposition. Das auch mal auf, oder? چرا حواستو جمع نمی کنی؟ کپوت völlig zerschlagen. Wachen, keine Gnade. Das ist gar nichts. Weißt du, was die Dufthändlerin alles erdulden muss? Problem ist, ich weiß jetzt hier nicht, wo ich diese Infos herkriege. Muss ich einfach nur anhören hier, was die Leute sagen? Die Wachen werden gut aufpassen. Das dauert zu lange. Hat noch was anderes vor. Und bei dem, was die zahlen, ist das kaum die Mühe wert. Schneid dir einen Finger ab. Das öffnet vielleicht ihre Börse. Was? Das dauert nicht lang. Nichts an. Das ist die Verhose, was? Wie? Den Göttern sei Dank. Und dir auch. Ja, ich helfe gerne. Was hast du getan, dass die Wachen dich so schlecht behandeln? Nichts habe ich getan. Ich habe nur kein Geld. Ach, Geschäft ist Geschäft. Aber diese Steuer kann ich nicht zahlen. Laufen deine Geschäfte nicht gut? Doch, aber in letzter Zeit haben sie die Gebühr erhöht. Und genau das ist das Problem. Nur für dich oder auch für die anderen? Vor allem für Leute wie uns, die nicht von hier sind oder einen anderen Glauben haben. Wir fühlen uns kaum noch sicher in El-Kar. Eine meiner Lieferungen ist verspätet. Ich fürchte, meine Waren und Kamele wurden von den Wachen beschlagnahmt. Sie hätten mit einigen Händlern ankommen sollen, die zur Daira Tamal wollen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Dann such bitte nach ihm. Das kann ich tun. Sie sollten auf der Straße sein, die zu Bagdads Südtor führt. Ah, ich hole sie vielleicht beim Wasserloch an der Südstraße ein. Hab Dank, Saidi. Die Straße südlich von Bagdad. Mal sehen, ob ich diese gestrandeten Händler finde. Okay. Oh, das
erste Ding abgeschlossen. Hier, gestrandete Händler. Mal sagen, dann machen wir das. Also, reisende Händler sitzen vor Bagdad fest. Ihre Waren könnten von Wachen beschlagnahmt worden sein. Findet die festsitzenden Händler im Süden der Stadt. Es werden Kaufleute vermisst. Zuletzt wurden sie im Raum Bagdad gesehen. Ja, das ist sehr hilfreich. Keine Ahnung, was passiert ist. Die sind umgefahren. Im südlichen Raum Bagdads. Das müsste ja dann hier unten irgendwo sein. Eine Idee. Und die so speziell gekleidet sind, die haben nichts dabei. Zeige mir alles. Süden der Stadt. Ah ja, der Süden, oder? Enkidu, es tut mir leid, ich habe dich in Gefahr gebracht. So, Süden von Bagdad. Was gibt's hier, wo ich sagen könnte, könnten Händler festgehalten werden? Der beschlagnahmten Waren. Ich will mal kurz schnell reisen. Damit finde ich auch vielleicht schon mal ein paar Infos. Bagdad gesehen. Okay, hier vorne sind sie nicht. Hier hingehen.
gerade was irgendwo? Hier. Das? Nein, das ist noch was anderes. Hä? Leihe mir deine Augen. Müssen ja dann hier irgendwo sein. Was gibt's hier noch, wo die sein könnten? Muss es die Stadt sein? Bagdad an sich ist die Stadt. Aber hier steht auch Bagdad. Ich probiere mal was aus. Ich bin hier im roten Bereich. Ja gut, das erklärt's. Was siehst du, Inki? Hier scheint nichts zu sein. Aber der Süden der Stadt, der kann auch noch da drüben sein, glaube ich. Jetzt nicht.
Frage ist halt, was bezeichnen die alles als Süden? Auch hier die Affenlager? Bei dem Hafen können ja auch Waren ankommen von Händlern. Nicht, dass die Waren dort hängen. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Sei meine Augen, Kido. Stadt. Hier ist der Bazar. So. Die waren vielleicht hier drumherum irgendwo beschlagnahmt worden. Was siehst du, Sadiki? Wir sind von... Ist der Bazar? Der Typ hat von irgendwo hier geschossen. Da, aus der Geflügelhändler irgendwo in einer Gegend. Ich denke mal, wir machen es so,
Wir brechen diese Mission mal ab und dann suchen wir uns die anderen Missionen raus. Und irgendwann werden wir die Hinweise haben, die wir brauchen, um diese Mission zu machen. Weil ich denke, das hier soll nicht der Weg sein, den wir machen sollen, um das zu finden. Weil wir haben jetzt nur einen vagen Hinweis im Süden der Stadt. Okay, schön. Wie groß ist der Süden? Al-Kahganst? Oder kommt auch noch ein Teil von Al-Abbasia hinzu? Oder keine Ahnung. Was ist das Schwierige und wir wissen es nicht genau. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier. War ich in dem Haus schon? Ich denke schon, ja. Gehen erstmal hier hin. Das Bruderschaftshaus Ash-Shakia. Weil oft war es halt so, wenn wir dort Quests angenommen haben. Echt? Wenn wir Quests in anderen oder vorherigen Assassin's Creed Teilen angenommen haben, sind wir automatisch auch bei anderen Quests vorangekommen, weil wir dann so versteckte Hinweise gefunden haben. Das denke ich mal, wird hier nicht anders geregelt sein. Deswegen sage ich, machen wir mit anderen Dingern weiter und dann wird es bestimmt so gehen, wie wir das wollen. Dafür werden sie sterben, jeder Einzelne. Es wird endlich Zeit, dass wir kämpfen. Dein Zorn ist verständlich, doch einen Krieg kannst du nicht gewinnen. Basim, gut, wir brauchen dich. Söldner haben einige Aufständische verhaftet und auf dem Platz hingerichtet. Und dein Rafik will, dass ich mich verstecke, während die Jagd auf meine Männer machen. Wir sollten wenigstens die Toten ihren Familien übergeben. Hast du immer noch Angst, gegen diese Teufel zu kämpfen? Ich habe nur Angst, dass wir wie sie werden. Da muss noch mehr dahinter stecken. Der Kalif würde nie einen Krieg riskieren. Das ist das Werk des Ordens. Dann finde ich die Verantwortlichen und hacke sie in kleine Stücke. Der Orden wird dich zuerst finden. Wahrscheinlich suchen sie bereits nach dir und Beshi. Ihr seid ihnen wohl bekannt. Basim hingegen... Ali, ich finde die Schuldigen und töte sie alle. Du hast mein Wort. Das ist die Lösung. Basim erledigt das. Und wenn die Schuldigen tot sind, wirst du die Lorbeeren ernten. Nun gut. Jeder muss wissen, dass ich es war. Ich kehre nach Jarjaraya zurück. Aber ich werde nicht lange warten. Wir treffen uns am Tor, Basim. Und ich sorge dafür, dass die Leichen zu ihren Familien kommen, um sie zu bestatten. Das hätte auch schief gehen können. Du glaubst, das ist das Werk des Ordens? Ja. Wie du weißt, kontrollieren türkische Söldner Ash-Shakia. Diese bezahlt der Kalif, der wiederum vom Orden gesteuert wird. Meinen Spitzeln zufolge gehört mindestens einer der Söldner-Hauptleute zu ihnen. Sag mir wer, und ich finde ihn. Wir müssen vorsichtig sein. Ash-Shakia steht auf Messerschneide. Die Aufständischen sind bewaffnet und werden immer mehr. Sie können jederzeit angreifen. Ein falscher Schritt könnte hier zu einem Krieg führen, der sogar Alamut bedroht. Wie lautet dein Rat, Fulad? Geh mit Ali nach Jarjaraya und hör dich um. Irgendjemand dort muss etwas wissen. Und Basim, spute dich. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Yep, das weiß ich. Ein Hinweis zu unserer Abmachung. Meine Brüder, das Geflüster ist zu stille geworden, doch wie geduldige Fischer werfen wir weiter unsere Netze aus und warten. Seid versichert, dass wir an unserem Teil der Vereinbarung festhalten. Was nun den euren betrifft, wir benötigen unverzüglich eine neue Lieferung. Unser Leben und der Erfolg unseres Auftrags hängen davon ab, in Verbundenheit der Löwe der Freiheit.
Hier ist nichts. Haben wir jetzt was Neues hier auf der Erforschung? Yep. Der Punkt. Jarjaraya. Jo. Dieser Quest gehen wir jetzt nach. Diese Folge wird etwas Überlänge haben, weil halt, ja, die letzten 15 Minuten nichts passiert ist, außer mit dem Vogel rumfliegen. Und ja, das war schade, aber leider nicht anders jetzt machbar. Wir verfolgen mal andere Quests und dann werden wir weitersehen. So. Quatsch. Also, wo ist das Tor? Hier. Ich dachte, das wäre einer von uns, aber nein. Ali wartet am Tor auf mich, um mit mir nach Jarjaraya zu reisen. Kasim! Ali! Bereit? Wir müssen los! Lass uns gehen. Wir müssen nach Jarjaraya aufbrechen. Yalla! Warum tust du das für mich? Ihr Verborgenen seid seltsam. Ihr gebt mir Waffen, die ich nicht benutzen soll, und überlasst mir die Ehre für eure Siege. Krieg wäre schlecht für alle. Vor allem für dich. Da sprechen deine Meister aus dir. Stört es dich nicht, dass die, denen du gehorchst, auch die Regeln erschufen, die Gehorsam von dir verlangen? Sie beherrschen mich nicht. Ich bin frei. Ich kämpfe, damit andere auch so frei sein können. Alles, was du tust, dient den Verborgenen. Eine komische Vorstellung von Freiheit. Die Verborgenen sind meine Familie. Das ist kein Widerspruch. Wenn du es sagst. Einst lebte ich auf der Straße und war nur mir Rechenschaft schuldig. Doch ich war nicht frei. Und nun, da andere dir sagen, wer du bist, bist du freier? Das kannst du nicht verstehen. Ich verstehe es besser als du. Frei bist. Wieso kämpfst du dann innerlich? Wie meinst du das? Ich kämpfe nicht mit mir. Ich sehe, dass deine Gedanken deinen Gefühlen widersprechen. Du wirst nie die Wahrheit finden, wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist. Niemand vermag zu sehen, was ein anderer denkt. Die meisten nicht. Doch sieh mich an. Ich gehorche niemandem.
Niemand herrscht über mich. Ich bin frei. Ich weiß nicht, was du bist. Ich will mich umsehen, bevor Beshi mit den Leichen in Jar Jaraya eintrifft. Das wäre klug. Die Leute hier sind bereits verärgert. Nach den Bestattungen wird es noch schlimmer sein. In der Nähe ist ein Teehaus. Teetrinker tratschen. Vielleicht bekommst du damit, wer Jagd auf unsere Leute macht. Und was tust du? Ich habe meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Komm hierher zurück, wenn du etwas erfährst. Okay. Das Teehaus. Wäre das nicht genug, kommen jetzt noch unruhig. Willkommen. Bitte, nimm doch Platz. Oder stöbere durch meine unerreichte Auswahl an Tees. Die besten im Raum. Das muss das Teehaus sein, von dem Ali sprach. Diesmal heiß. Die Spitzel nehmen Berichte über jene. Ich bitte tausendfach um Verzeihung. Die rausfähige Sandsklaven verschwinden. Versager wie du bleiben. Nein, nein. Hol mir einfach meinen Tee. Geschätzte Besucher, hey, da stimmt was nicht! Ich habe mitgehört, dass Sklaven verschwunden sind. Was? Wer bist du? Du wagst es, mich anzusprechen? Geh weg! Vielleicht kann eine Münze dich umstimmen. Du wagst es? Was glaubst du? Moment. Wo hast du die her? Na gut, aber beeil dich. Du sprachst von Sansch-Sklaven, die vermisst werden. Ich weiß nicht, was es dich angeht, aber... Ja, ein Fremder, einer von diesen Aufständischen, hat die Sklaven aufgewiegelt. Nachdem er mit ihnen gesprochen hatte, verschwanden sie. Zweifellos war er ein Kumpan dieses Unruhestifters, Ali ibn Muhammad. Mehr weiß ich nicht. Nun geh, bevor jemand Wichtiges sieht, wie ich mit jemandem wie dir rede. Man arbeitet und arbeitet und was bekommt man? Nichts. Flucht des Sklaven. Ich behandle sie gut, ich bezahle sie gut, ich ernähre sie. Und dann verschwinden sie und die Arbeit bleibt liegen. Vielleicht redet der, wenn ich ihn ausnüchtern kann. Gleich bist du wieder nüchtern. Genug, es geht mir besser. Ein Teehaus ist ein gefährlicher Ort, um zu trinken. Ich hätte dich verhaften können. Ich hatte einfach viel Ärger in letzter Zeit. Du sagtest, ein paar deiner Sklaven werden vermisst. Sagte ich das? Ich erinnere mich nicht. Sie werden nicht vermisst, sie sind verschwunden. Menschen verschwinden nicht einfach. Die schon. Letzte Nacht kamen zwei nicht von den Feldern zurück. Niemand hat etwas gesehen. Einfach verschwunden. Puff. Also dachtest du, du betrinkst dich in einem Teehaus? Naja... Ja. Oh, mein Kopf. Erzähl bitte niemandem davon. Ich muss nach Hause und schlafen. Sehr komisch. Hey, hier drüben. Hier. Du willst etwas von mir? Nicht hier. Hier sind zu viele Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Ah, ja, Saidi. Unsere besonderen Tees werden hinten gelagert. Hier lang. Vorsicht, Stufe. Folge mir. Ganz unauffällig. Gott, die Luft ist rein. Tja, wir scheinen allein zu sein.
Was wolltest du also? Entschuldige das Theater, aber man weiß schließlich nie, wer zusieht. Und diese Heimlichtuerei ist doch ziemlich aufregend. Ich sah deine rote Schärpe und hörte dich von vermissten Sklaven reden. Es ist noch einer verschwunden, von einem Gehöft in der Nähe. Woher weißt du das? Ich bin ein Freund der Familie. Der Mann war einer derer, die hingerichtet wurden. Und jetzt ist auch noch der Sohn verschwunden. Seine Mutter ist ganz außer sich vor Sorge. Ich dachte, du könntest dir vielleicht helfen. Sag mir, wo dieses Gehöft ist. Ein Stück westlich von hier. Sklaven sind eher misstrauisch, aber wenn du irgendwas für sie tun kannst, schulde ich dir einen riesigen Gefallen. Ich sollte zu Ali zurückkehren und ihm Bericht erstatten. Jo, machen wir. Wusstest du, dass ich Gedanken hören kann? Du willst nicht reden, aber du... Wir sollten das nicht tun. Es bringt uns nur noch mehr Ärger ein. Mehr Ärger als Hinrichtungen? Die haben unsere Brüder abgeschlachtet. Verstehst du das nicht? Ali, was wird das? Das entspricht nicht unserer Abmachung. Ich tue, was getan werden muss. Ich brauche keine Erlaubnis. Hast du etwas herausgefunden? Sklaven scheinen aus ganz Jajaraya zu verschwinden. Einer von einem nahen Gehöft. Ich gehe dorthin und sehe, was ich herausfinde. Gut. Unser Freund hier verbrachte den Morgen am Hafen und traf jemanden, von dem wir glauben, dass er ein Spitzel des Kalifen ist. Du könntest diesen Spitzel finden und ihm folgen, sehen, wo das hinführt. Beshi und ich lockern so lange die Zunge unseres Freundes. Das ist ein Fehler, Ali. Wir werden sehen. Ich könnte den Spitzel suchen und der Witwe helfen, ihren verlorenen Sohn zu finden. Ja, da drin geht die Party aber ab. Ja. Ich würde mal sagen, also das war Jarjari, ja, das haben wir abgeschlossen jetzt. Haben wir den Spitzel und das Gehöft. Ich würde mal sagen, wir sehen die beiden Sachen in der nächsten Folge. Und ja. Den Rest sehen wir dann weiter. So, bis dann. Tschüss.